Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Alltagsmasken. Ja. Herzlich willkommen und guten Morgen zum großen Haar-Kochen. Ich bin Levin und das ist Hagen. Und einige von euch wissen vielleicht schon, was euch erwartet. Nach Lecker mit Levin bekommt der Klassiker Kochen mit Chris endlich seinen lang ersehnten Wohnheimsableger. Um uns und vor allem euch die ganze Show etwas lustiger zu gestalten, haben wir ein absolut realistisches Szenario überlegt. Und das Sahnehäubchen der Show bildet am Ende unsere erlesene, Corona-konforme Jury, die unsere Kreation bewerten muss. Schön. Neben uns ist der wichtigste Mann für diese Show immer noch Alex, der das Multicam-Setup ganz Corona-konform für diesen overengineerten Livestream von zu Hause aus bedient. Hi. Hallo. Genau. Und damit ihr wisst, wovon wir reden, würde ich mal sagen, Film ab. Jeder kennt das. Man zieht an einem Feiertag im Wohnheim ein, ist komplett auf sich gestellt und steht vor einem leeren Kühlschrank. Plötzlich kündigen sich die Eltern an und erwarten etwas Vernünftiges zu essen. Die Aufgabe ist klar. Ihr habt 2 Stunden Zeit, um mit Flurmitteln, also Öl, Gewürze, Mehl und Zucker, sowie allem, was andere Flure verkaufen, ein 3-Gänge-Menü zu zaubern. Als Joker stehen euch 3 Hüff und die HDKL zur Verfügung. Ja, da sind wir wieder! Ups. Ihr habt's gehört. Planlosigkeit setzt ein. Ja. Genau, wir haben 2 Stunden Zeit, dürfen hier irgendwas zusammenschustern. Und dann wollen wir, glaube ich, auch mal keine Zeit mehr verschwenden, oder? Genau, dann würde ich sagen. Ran an die Töpfe. Oh, Jesus Christ. Okay, wir haben ganz wunderschön uns hier im Haliko bedient, wie dieser tolle Einspieler schon gesagt hat. Damit ihr wisst, wie wir an den ganzen Spaß gekommen sind, den wir gleich zur Verfügung haben, dürft ihr euch mal kurz unseren Einkauf anschauen. Herzlich willkommen zum großen Hadi-Kochen. Zurzeit mogeln wir ein bisschen, denn wir sind einen Tag vorher dabei einzukaufen. Und ihr dürft uns jetzt zu den einzelnen Fluren begleiten. Hey, servus. Hi. Wir würden gerne Glühwein. Und ja, du darfst auch noch rein. Was wollt ihr genau haben? Glühwein, Spekulatius und Lebkuchen. Jeweils einmal? Ja. Alles klar, dann mach das. Nichts, weil wir nett und großzügig sind. Gut, hier habt ihr schon mal. Jawohl, hier schön. Danke sehr und eine Flasche Glühwein. Bitteschön. Dankeschön. Dann viel Spaß beim Kochen. Danke gut. Ciao. Ciao. H6 war so freundlich, uns 2 Dosen Erdnüsse bereitzustellen. Von L1 haben wir Maultaschen und Pesto. Von M3 haben wir 2 Tiefkühlpizzen bekommen. Und von F4 gab es 4 Portionen Eis. So, das war das Ende unseres Einkaufs. Vielen Dank an die lieben Flure für das großzügige Angebot. Und hiermit zurück ins Studio. Mensch, das ist ja ein guter Ton. Fast als hätte da jemand nachsynchronisiert. Ja, ja. So, zusätzlich zum im Video Gesagten haben wir noch ein Päckchen passierte Tomaten, Schlagsahne, Feta, Mozzarella, Tresana und Speck vom Foodsharing bekommen. Das war ein bisschen schwierig, videografisch abzudecken. Und
Ansonsten ja, dürfen wir uns jetzt überlegen, was wir kochen werden. Es stand und fiel so ein bisschen mit dem, was wir von den Fluren bekommen haben. Wir haben zum Beispiel keine Milch bekommen. Das müssen wir versuchen, mit Schlagsahne zu substituieren. Oh. Ja, wir hatten die glorreiche Idee, wir nehmen die Schlagsahne und könnten da ja einfach Wasser reinmachen. Mehlschwitze mit Öl, was man halt so macht. Ich habe mir sagen lassen, es geht. Von dem her probieren wir es einfach mal aus. Ja, wir aber können am Ende immer sagen, wir müssen es ja nicht probieren. Na, ich war Rebecca. Alex, du kannst so froh sein, nicht da zu sein. Genau. Bin ich auch. Hin und wieder brauchen wir eure Unterstützung. Dafür werden wir dann E-Mails schreiben über die HDQL. Genau, schreibt uns dann eure Zimmernummer dazu. Und dann darf Rebecca für uns springen. Genau, sie kommt dann mit Maske und Hüff und dann habt ihr Bier und wir ein Zutat mehr zum Kochen. Ihr bekommt außerdem das in Karlsruhe sehr schwer erhältliche Distelhäuser Genusspilz. wir sind nicht von Distelhäuser gesponsert, auch wenn man das meinen könnte. Habt ihr das denn dann her? Ich komme aus dem Kaff, also irgendwo kommt man schon an sein Zeug. Ja, wir haben es auch nicht aus der K3-Bar. Wir haben nichts aus der K3-Bar. Ich habe die größeren Flaschen. Ich habe die größeren Flaschen. Bei mir bekommt ihr 0,5er. Mm. Okay, ich glaube, irgendwie sollten wir anfangen. Ja, vielleicht sollten wir anfangen, der Countdown läuft. Ja, genau. Wo, ja, da steht der Countdown. Da. Ja. Schön. Okay, wer zieht die Maultaschen ab? Wer sollten wir die Speck an? Ich glaube nicht, weil wir die so ja eh als... Ja. Ich mache aber mal den Ofen an vielleicht. Ich gebe dir das kleine Brötchen, weil du der Größere bist. Danke. Okay, ich glaube, ich hole mal ganz kurz einen Teller, wo wir dann uns Dinger drauflegen. Lässt mich ganz alleine im Bild. Was? Du weißt schon, dass Rebecca dafür... Ach was, stimmt, Rebecca gibt's ja auch noch. Wie war das? Die Frischkäsefüllung wollten wir oben drauf machen. Es gibt keinen Käseflur und da der Milchflur scheinbar länger. Nein, vielleicht hätten die ja noch alte Milch gehabt. Wie leer. Jetzt denkt nicht dabei so viel, sondern kocht, der Timer läuft. Ah, Mann, aber, ja, ist ja gut. Aber, was ihr machen könntet, wäre das Zeug, was vor euren Händen steht, so ein bisschen beiseite schieben, dass man sieht, was ihr macht. Was? Kann man zur Seite räumen? Guck mal, hier ist doch eine schöne Box auf dem Boden. Wie kommt die denn da hin? Aber wir können den Mozzarella zum Überbacken nutzen. Das wäre eigentlich eine Idee. Ja, natürlich. Und den Federkäse. Aber. Ich hab alle auf. Weil ich gedacht habe, es gibt Maultaschen, vielleicht die weniger beknackt zu schneiden sind. Aber es gab keinen. Ach, zu schälen, nicht zu schneiden. Ja. Schält ihr nicht auch alle eure Maultaschen? Eigentlich hätten wir jetzt so Werbung gebraucht für jetzt neu, der Maultaschenschäler. Belastend! Levin, hast du noch Urlaub? Kannst du mal sowas zusammenbasteln? Ich habe keinen Urlaub mehr. Ich hab extra noch einen halben Tag nehmen müssen, dass ich hier den ganzen Spaß mit aufbauen darf. Und mit Hagen einkaufen gehe. Also natürlich nicht einkaufen, sondern uns von Fluren beschenken lassen darf. Okay, also ich muss sagen, Gemüse. Wenn ihr jemals Maultaschen schälen wollt, holt euch keine Frischkäse-Maultasche. Ist das Käse oder das Maultasche? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Maultasche. Ich okay. Sehe die, wo ist denn die Füllung? Hast du eine Frischkäse-Füllung irgendwo? Hast du mir alle Frischkäse-Maultaschen? Haha. Haha. Achso, nein, das war ein Haha. Ich glaube, ich krieg die Maultasche besser geschält als du. Vielleicht auch nicht. Ich krieg die Maultasche besser geschält als du. Das ist mein Name. Grüße aus dem Chat, man mag deine Schuhe. Ah ja, genau, die habe ich heute extra angezogen, weil mir manche Menschen tatsächlich bezüglich dieses tollen Posters, was wir gemacht haben, nicht geglaubt haben, dass ich wirklich... Oh Gott, so beweglich bin ich nicht. Pinke Schuhe habe! Au! Ja, ich bin auch keine 30 mehr. Was? Ich hasse dich. Jetzt ist die große Frage. Oh, schau mal, da ist noch eine Maultasche. Das ist eine Frischkäse, jetzt stech ich dich ab von laufender Kamera. Ah, das ist eine Frischkäse-Maultasche. Ich kann eine halbe machen. Ich würde nicht empfehlen, ihn vor laufender Kamera abzuschicken.
Da stehe ich dazu. Ich gehe auch dafür in den Knast. Für das, was der mir schon alles angetan hat. Hey, sag mal, wenn er los ist mit ihm. Ja, ja. Was soll das? Ja, ja. Nicht vergessen. Also, ich wohne im Hardiko und du im Glatzdiko. Ha, ha, ha. Komm weiter. Ich finde es schön, dass es dich mehr verrissen hat als mich. Nein, mich hat Rebecca angeguckt und sie hat einen Judgy den Kopf geschüttelt. Finde ich perfekt. Dankeschön. Wollen wir die Maultaschen jetzt schneiden zum Dazumachen? Ich würde sie mit einem fancy Pürierstab mit rein häckseln. Okay. Also der hat so einen, warte. Den Food Processor. Der Food Processor. Der Food Processor. Give it to me. Sag bloß, du hast es nach hinten geworfen. Doch, ich habe einen Löffel nach hinten geworfen. Tut mir leid, Hagen. Das ist eklig, ich weiß. Okay. Ich esse die einzige Wer wird jetzt schon wieder? Mann, ich bin's nicht. Ich habe mir vorgenommen, mich heute zu benehmen. Ja, ja. Wenn es klappt. Hagen. Ja, ja. Frag doch mal Rebecca ganz lieb, ob sie den Löffel waschen möchte. Oh Gott! Halt es doch bitte nicht übers Essen! Sieht man, wie. Dann fällt wieder nach vorne. Das boah. Ist ein bisschen. Da war gerade eben eine große Fluse dran. Oh, wir haben den besten Unterhaltungswert direkt nach dem Testbild. Wow. Also wenn es jetzt arg laut wird im Stream, tut's mir leid. Ich werde jetzt mal so mixen. Könnt ihr auch auf Werbung schalten, solange wir sind auch eh gleich bei der Zeitmarke. Ach ja, stimmt. Wenn das soweit ist, dann würde ich sagen, Genau. Wir mixen ein bisschen und ihr schaut euch Werbung an. Viel Spaß. Bis gleich. Gleich geht's weiter. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Klopapier, dem etwas anderen Nahrungsmittel. Ja, wunderschön. Da ist der Teleprompter uns abgehauen und nebenher fängt die Pfanne an zu rauchen. Okkulte Rituale sind erlaubt. Hat sich darauf schon Flur spezialisiert? Uff, ich hoffe nicht. Naja, kochen kann man ja auch zu jeder Tageszeit. Meistens schmeckt es auch gut. Und im Küchenboden bringt man sowieso immer ein Opfer. Grüße gehen raus an Erik. Und damit zurück zu uns. Während ihr euch diese wundervolle Werbung angeschaut habt, haben wir versucht zu mixen. Ui. Und währenddessen hat hier ein bisschen was angefangen, etwas zu smoken. Das war nur das Öl, das ist Olivenöl, sollte man nicht so lange stehen lassen, während man es nicht benutzt. Kleiner Tipp am Rande. Wow. Ein Tipp, den ich vom Hardiko-Wiki gelernt habe, für jeden Kochanfänger. Wenn die Platte zu heiß ist, wenn die Platte euch zu heiß ist, schaltet sie runter, in dem Fall auf 0. Und macht das halb drauf und rührt ganz viel. Dann müsst ihr keine andere Platte heiß machen und diese Platte ist nicht viel zu heiß. Das schmeckt nachher auch nicht eklig. Das ist garantiert nicht sowas wie. Ja, ja. Ich könnte es als Tofu oder sonst was durchgehen lassen und dann einfach in Form pressen und sagen, das sind Burger-Mountain-Würstchen oder sowas. Lecker. Ich nehme vielleicht mal die Tastatur und nehme sie nicht direkt neben den Herd. Was? Aber Kunststoff schmeckt auch so gut. Ja, ja, genauso wie Röstaromen voll geil sind. Ja, ja. Schau doch mal so. Ja, ja. Deswegen habe ich auch dahin gespuckt, Michi. Ah, ja, hat man gesehen. Ich hab. Das war keine Absicht, Rebecca! Wenn ihr den Blick manchmal sehen könntet, sehr judgy. Oh, das wäre traumhaft. Eigentlich wollte man noch so eine Rebecca-Cam, nur dafür. Helm auf und dann so eine
Für die Kamera direkt ins Gesicht. Und jetzt mich jetzt mal an eine schlechte Bechamel. Wie mache ich denn Bechamel? Öl. Oh, mit Olivenöl. Ich schau mir von da hinten irgendwas anderes. Eigentlich? Ja, aber okay. Wir können auch gern das frittierte. Das schon. Okay, nee. Ja. Du könntest einfach die Sahne aufkochen und dann Mehl in Wasser aufrühren und es danach reinmachen. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber es ist eine dicke weiße Soße und die ist nicht eklig wie Öl. If you know what I mean. Du willst es doch auch. Hallo Mama! Oder einfach nur so die Bechamel dann mit Sahne machen, dass du die Mehl anschwirrst und dann mit Sahne abgibst. Ich hab schon voll auf welche mit Sahne gemacht. Okay, dann mache ich das wohl so. Also mit ist halt fettiger, aber I mean, where's the problem? Das ist ja keine. Ja, ich mach die. Ja, zur Not können wir ja auch immer noch Wasser dran machen. Ja, man kann es immer noch irgendwie dünner machen. Und wenn sie sich trennt, dann trennt sie sich. Das war schön mit dir. Das bildet eine Emulsion. Ganz ohne Seife. Ja, ach so, ja, um darauf zurückzukommen. Ja! Du bist abgeschweift, nicht ich? Nein. Nein, ich muss über deinen Fall rüber schreiben. Hä? Hä? Erik hat Öl und Wasser zusammenbringen wollen und hat halt Spüli mit rein und hat dann im Nachhinein probiert. Einmal so kurz den Finger rein, aber... Nein, er hat daran genippt. Ach, genippt hat er? Er hat daran genippt. Erst habe ich gedacht, er hätte es getan und er hat das, glaube ich, nicht getan. Ah, nee. Und dann war ich relativ judgy. Und dann irgendwann hattest du dich weggedreht, er hat geguckt, dass er nicht beobachtet wird und dann hat er... Lecker. Natürlich kriegt der... Wer kriegt es denn? Sindel. Ah, Sindel kriegt... Wollt ihr Gemüse, Zwiebeln oder normale? Gemüse, die sind größer. Also, dann viel Spaß, Sindel, mit deinem Bier. Ah, ja. Bitte. Hätte Zwiebeln, aber bin ich im Hardiko. Uff, bitte. Achso, da hast du geschrieben. Oh mein Gott, Jan hat zugeschaltet. Ich glaube, ich trage jetzt einfach Brille, das ist deutlich einfacher. Ich wollte vorhin noch fragen, ob ich deine auch noch putzen soll. Danke, dass du nicht gefragt hast. Gerne. Schön alles wolkig zu sehen. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Kannst du nochmal wiederholen? 20 Minuten mixen später. Also ich meine, du hattest recht mit, das ist ein bisschen voll, aber auch selbst mit weniger hätte es trotzdem mega lang gedauert, weil es irgendwann so eine zähe Pampe war. Ja, heiß. Guck mich nicht so an. Ich dachte, ich übernehme kurz Rebeccas Job. Das riecht interessant. Das riecht nach Mehl und Olivenöl. Weiß. Man behaupten kriege ich nicht. Was? Nee. Ah, guck mal, da bin ich zu sehen. Hi. Ja, hi. Hallo Mama. Ich bin im Fernsehen. Oh boy. Ja, die schaut tatsächlich auf ihrem großen Fernseher zu Hause im Wohnzimmer. Ich weiß. Oh boy. Mehr Sahne bitte, Hagen. Das teilt sich gerade so ein kleines bisschen. Kann ich mehr. Soll ich schlagen? Das darfst du sehr gerne tun. Ich komm mal. Oh, Jesus Christ. Deine Hand nicht gut trainiert, Löwen. Nee, tatsächlich nicht. Keine mit. Sieht deutlich besser aus als bei mir. I'm ashamed. Keine Ahnung, so mehr so Richtung Nummern. Wunderschön. Okay, ich nehme alles zurück. Gib mir die Sachen selber. Oh, so. Hagen. Du hast eine Schürze. Hagen! Ja, bitte. Hagen macht sich die Sahne selbst. Gott. Okay. Oh, eine Rebecca kennen wir echt schön. Rebecca kennen wir echt super. Oh, wir hätten eine nur für mich machen können, auf die ich nie schalte, aber dass ich sie sehen kann. Im Notfall haben wir ein Stockwerk über uns, einen Verbandskasten. Hier bestimmt auch. Rebecca nickt und zeigt auf den Verbandskasten. Okay, perfekt. Wundervoll. Siehst du, ich hab gesagt. Danke, dass du so viel Vertrauen in uns hast. Soll sich wohl zugetragen haben, dass auf M3 eine
Dunstabzugshaube Feuer gefangen hat und ein Flurmitbewohner sich dachte, also den Feuerlöscher zu verwenden, das macht ja echt viel Dreck. Dementsprechend dann die Feuerwehr gerufen hat, die im Feuerlöscherzug angereist ist und tatsächlich einen Feuerlöscher genommen hat, um das Ganze dann sauber zu machen. Was wie mit Würfeln? Was sonst? Dann musst du das tut mir leid, mein Messer machen. Das ist das Gute! Ja, nee, ist okay. Ich glaube, ich brauch das länger noch. Ja. Mama! Angst? Das ist eine Side Queen? Guck mich nicht so kritisch an, Digga. Ne, ich guck die Kamera kritisch an, dich doch nicht. Hi. Leben nicht gesponsert oder affiliated mit Distelhäuser. Das ist eng. Ne, irgendwann, keine Ahnung. Hui! Was? Sahne ist süß. Achso, jetzt hab ich meinen Löffel angelutscht, wenn's nicht. Nein. Nein, das macht mir doch gar nichts. Tatsächlich, Sahne ist süß. Cool, dann haben wir das für nachher. Ich finde es schön, dass du das auf mein Nachher gemacht hast. Oh, das haben wir für nachher. Zack. Hot. Ja, ja. Wie war das gestern Nacht? Moment, habe ich da was nicht mitgebracht? Habe ich ja dazu gesagt. Ich weiß nicht mehr so recht. Von gestern Nacht weiß ich nicht mehr viel. Ich wollte eigentlich nur schlafen. Werbung 2? Oder? Ja, da wir gerade nur langweilig vor uns hindünsten, würde ich sagen, machen wir die Werbung 2 und ich... Genau, ihr dürft euch nochmal Werbung anschauen. Wir sind gleich zurück und viel Spaß. Gleich geht's weiter. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Handseife, der sauberkeitsreine Seele. Ach, so wäscht man richtig? Ups. Was? Ein richtig gutes Video. Tja, so sollte man das immer tun. Perfekt, wenn man auf einem Flur mal wieder eine Nachschulung braucht. Und damit zurück zu den wichtigen Themen. Apropos dreckiges Geschirr, als ihr gerade weg wart, haben wir Riesenschweinerei veranstaltet. Nee, eigentlich nicht, wir wollten nur eine gute Überleitung haben. Genau. Aber merkt man, dass das geskriptet ist? Also ich finde dadurch, dass wir die ganze Zeit Bullshit labern. Nee, eigentlich nicht, ne? Ja. Wow, Hagen! Das ist ja noch ich wollte eigentlich... Eigentlich wollte ich ein bisschen Wasser reinmachen, also, ausschwenken. Ja, dann holt sie raus. Meinst, schneid ab. Da ist ja kein Dreck drin. Dann schneid ab. Tja, ja. Denn Live-Fernsehen geht nicht immer alles wie geplant. Warum schneiden wir? Warum haben wir eine Schere? Ich hab gedacht, die Dinger sind scharf, du hättest es einfach nur so abschneiden können. Entschuldigung, ich hab verlernt, dass es scharfe Messer gibt. Wir hätten tatsächlich überlegen können, ob wir von irgendwem Gemüsebrühe. Gebrüsemühe! Wie blind bist du? Schlag mich nicht! Hagen übt seine häusliche Gewalt aus. Alter! Rebecca sagt, sie ist Zeugin. Er hat mich öfter. Was hast du gerade gesagt, Alex? Wenn ich dabei würde ich dich aufschlagen. Dankeschön. In Zukunft werde ich ihn auf dich ansetzen. Jedes einzelne Mal. Hallo! Ah ja, ist ja keine Umluft. Ich habe auf einem 3 gewohnt. Ich weiß, was Pizzen. Ich bin Pizza 1! Ja! Sehr gut, lahm mich nicht vom Kochen ab! Entschuldigung. Ich glaube, wir brauchen Backpapier. Oh mein Gott, ich glaube, sie kriegt echt noch einen Hüft.
Und könntest du mir noch irgendwas, womit ich mir die Finger nicht verbrenne, geben? Handtuch. Geschirrtuch reicht auch schon. Manche Produkte tatsächlich sehr vielseitig sind. Sowas wie, also keine Ahnung, ja. Avocado kenne ich jetzt tatsächlich nur in deftig oder Guacamole. Mhm. Bitte teile dich in zwei. Bitte teile dich. wir haben noch ein zweites Blech. Einen zweiten Rost. Ja, aber ich würde es tatsächlich in zwei teilen und dann da drauflegen und dann in einem backen, damit es eine Fläche ist und nicht irgendwie das eine von unten und das andere von oben mehr geröstet. Dann nimm doch vielleicht ein scharfes Messer und versuch's durchzuschneiden. Willst du damit sagen, dass meine Messer schärfer sind als der durchschnittliche, also Durchschnittsmesser auf unserem Flur? Der Durchschnitt. Der Durchschnitt. Und du fragst dich, womit du mich verdient hast? Ich glaube, die Frage sollte anders sein. Habt euch gegenseitig. Nee, haben wir nicht. Ich weiß schon, warum ich nicht für dich beim Einzug unterschrieben habe, Hage. Ich weiß schon, warum. Ja, weil du zu spät dran warst. Nee, wir gehen zu spät dran, das ist eine Lüge. Ich glaube, ich mag dich nicht. Ich glaube, das wird Rebecca nicht bestätigen. Doch, doch, bestimmt. Ich sehe sie zwar gerade nicht, aber die bestätigt mir das bestimmt. Er wollte bestätigt haben, dass er nur nicht für mich unterschrieben hat, weil er mich nicht leiden kann oder wusste, wie ich bin. Und ich habe gesagt, weil er zu spät war. Rebecca nickt dir zu, mit einem leicht judgy Face zu mir. Rebecca also, ist extra aufgestanden und hinterm Kühlschrank hervorgegangen, dass ich sie sehen konnte. Thanks, I hate it. Ich auch nicht, ich muss mal essen am Ende. Oh. Hast du da jetzt Spekulatius in die Bechamel gekrümelt? Das extra rum. Könntest du uns einmal auf die Hardcore L schreiben, dass wir Eier brauchen? Wir haben zu wenig Eier! Eier, wir brauchen Eier! Well. Rebecca, hast du eine Käsereibe für uns? Was? Wir brauchen eine Käsereibe? Um den Mozzarella. Achso, Scheiben schneiden. Aber wir können auch in Scheiben schneiden. Wir schneiden in Scheiben. Dann müssen wir weniger abspülen. Wenn der die Konsistenz dafür hat, dann können wir zupfen. Was soll nur aus dir werden? Schau dir den Dieter an. Guck mal, der läuft an wie eine rote Tomate. Wie eine rote Tomate. Mmh. Für dich, schau mal, kannst du das zerzupfen. Leute. Nicht. Hagen. Levi, was kannst du eigentlich? Was? Das war dein Löffel, ne? Einer von deinen vier. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich, leg mich am Arsch. Nein, eigentlich wollte ich sagen, ich wollte mit dem Lasagne-Löffel nicht in den Weinpott rein. Ja, aber der ist halt. Ja, ist jetzt halt runter auf dem Boden. Willst du den trotzdem benutzen? Da hinten ist Sterilium. Bitte, ich wollte. Also. Gebt uns Eier! Wenn es gibt ihr Eier! Bier. Es gibt Bier! Wenn ihr zu viel Eier habt und zu wenig Bier, dann meldet euch jetzt über HDQL. Bösen Schwein. Ho, 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 ho. Halt die Klappe. So, spüren mir meine Finger. Willst du keine Gabel nehmen dafür? Okay, Hagen. So Bernie sind die gar nicht. Bernie. Scheiße, ich glaube, ich hab dir jetzt was gesagt. Au! Ja, Werbung. Viel Spaß bei der viel zu langen Werbung. Gleich geht's weiter. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Nudeln, falls das Klopapier mal alle ist. Da sind wir wieder. Ja, viel Spaß. Hallo. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an das Foodsharing-Ministerium hier im Hardico, das es uns ermöglicht hat, diese Kochshow noch genussvoller zu gestalten. Jetzt darfst du mal ein paar sprechen. Juhu, und zurück an die Erdplatten. In der Zwischenzeit hat sich bei uns nicht viel getan. Wir sind immer noch am Kochen, wer hätte es gedacht. Ja, also eigentlich ist mehr passiert als das. Übrigens, dein Telefon. Ich weiß, dass der Telefon weiterläuft.
Ja, also ein bisschen verfallen wir noch in Panik. Levin hätte fast die Lasagne fallen lassen, aber ansonsten ist noch alles gut. Wie geht's denn der Lasagne gerade? Ich trenne derweil mal die Eier auf. Hui! Wie geht's denn der Pizza gerade? Also irgendwas brutzelt so vor sich hin, was sich nicht so gut anhört. Könnte die Pizza sein. Ja. Weißt du noch, wie ich gemeint habe? So, oh, man könnte das Ganze ja ein bisschen mehr in die Mitte rücken. Ach, Quatsch! Also, das ist unsere geglückte Pizza. genau, die jetzt in dem anderen Ofen etwas abkühlen wird. Für alle, die es jetzt schon gesehen haben und wie es gebrodelt hat, das ist schon mal unser, keine Ahnung, wie man es nennt, Wein-Juice. Das war nicht gut. Noch mehr. Warte. Wir hätten eigentlich dieses höhere Glas in Wein nehmen können. Guck mal, wir haben eigentlich. Nee, das reicht mir. guck mal, das sind Servietten. Tarservietten? Hier bitte in eine Tasse. Ja. Ja, holy. Lecker. Okay. Letztens noch 15 Minuten. Jawohl. Ja, gar keine beschichtete. Ja. Oh nein! Juhu! Brot kann schimmeln. Was kannst du? Scheinbar nichts. Was darum kann ich? Hm? Nee, auf was ich gar keine Lust habe, ist aufs Abspülen. Hm? Ich dachte, das läuft so. Wer kocht, der muss nicht spülen. Ja, ja. So wie es gute alte Hardiko-Tradition ist. Wow, da geht dreimal die Hälfte raus. So. Vielleicht war der Mozzarella nicht die beste Idee. Das war ein langer Käsefaden. Ja. Ja. Es hört auf, es hört nicht auf. Ja, dann ist es unser Fall. Noch 4 Minuten. Ja, noch 4 Minuten. Okay, dann kann ich ja gerade schnell irgendwie das Essen anrichten. Genau. Sehr schön. Die schöne Kruste verzieht sich. Oh, oh boy, oh boy, oh boy. ja. Wenn ich tiefe Teller dafür verwende. Jetzt nehmen wir ein kleines Schüsselchen. Jetzt nehmen wir. Wobei, das könnte auch unser Schüsselchen sein. Ich glaube, wir nehmen generell Schüsselchen. Keine so wie das Ding sich hier breit macht. Okay. Ja, wir nehmen einfach Schüsselchen. Punkt. Nein! Der Wurst ist sehr getropft. No. Auf welches? Auf das du gerade bearbeitest, aber nur ja, auf dem Teller. Dann ist es unseres. Ja, gut. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Ja gut, die Lasagne ist jetzt tatsächlich das hässlichste von allem, aber kann ich mitleben. Ja. Drüber. Eine Minute. Eine Minute, Hagen. Ja. Schnell. Au. Schnell. Also ich finde, das Dessert sieht echt am besten aus. Das Dessert sieht richtig geil aus. Ich finde jetzt die Gewürze, die es. Oh, schau mal, da gab es doch noch Gewürze auf dem Flur. Ja, ja. 9, 5, 4, 3, 3, 2, 2 1, 0. Fertig. Okay. Oh, Gottes Willen. Ich wollte Spekulatius drüber gucken. Ja, ich auch noch. Wollen wir noch? Nein. Nein. Okay. Nein. Ihr seid fertig. Okay. Dann übergeben wir uns ganz kurz in die Pause und sehen uns gleich wieder. Jawohl. Gleich geht's weiter. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Desinfektionsmittel, der sauberkeitsreine Seele. Okay. Oh, Jesus Christ. weird.
Also wir sehen euch jetzt aus einem anderen Blickwinkel, oder besser ihr uns. Unsere Juroren stehen bei beiden. Genau, wir hatten uns noch nicht ganz klar infiziert, wie das Punktesystem ist. Das ist Skala von 1 bis 10. Ja, 10 ist gut, 1 ist schlecht. Yeah. Genau. Und sie dürfen uns mit dem Finger anzeigen, weil wir in der Vorbereitung vergessen haben, Schildchen zu drucken. Genau. Also von links nach rechts ist das einmal Rebecca aus G110, Chris aus G113 und Katha aus G101. Alles Mitbewohner von uns. Als erstes kriegt ihr leckere Pizza-Ecken, die mit einer leckeren, frisch zubereiteten Bio-Pesto gemacht sind. Also so fertige Pesto. Yeah. Ja. Also es hätte echt ein bisschen wärmer sein können. Ja. Und der Pizza war halt wirklich so ein bisschen kalt. Und sonst ist es halt tiefgekühlt. Ich finde, man kann es auch gut anfassen. Und das fruchtige Dip als Pesto dazu ist auch mal was Innovatives. Anzeigen den Punkt, oder? Wenn ihr keine Dezimal zahlen wollt, dann sind es halt 7. Cool. Okay. So, als Hauptgang habt ihr vor euch Lasagne, die aus hochwertigen Maultaschen erzeugt wurde. Habe ich tatsächlich Angst. Genau, und es ist eine Bechamel aus, mit Olivenöl und Sahne. Sollen wir einfach probieren? Ja, genau. Ja. Einfach mal. Yes. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall den Punkt abziehen fürs Anrichten, weil der Käse auch einfach unten ist statt oben. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich so als Elternteil kommen würde, würde ich mir schon erstmal denken, so. Also ich hätte es tatsächlich nicht erwartet, dass sowas am Ende rauskommt. Und stoppt zum Kartoffelbrei mit Fleisch drin, irgendwie sowas, ein bisschen von der Konsistenz. Also wie gesagt, fürs Anrichten, finde ich, müssen wir schon mal abziehen. Weil das wird dem Gericht dann doch nicht gerecht, so wie es angerichtet war. Aber sonst? Ja. Ja. Konsistenz fand ich aber auch leider nicht so ganz überzeugend. Ja, dann habt ihr jetzt nur noch den Nachtisch. Das ist ein Himbeer-, Vanille-, Erdbeer- und Schokoladeneis an Kaiserschmarrn mit einer weihnachtlichen Glühweinreduktion. Oh mein Gott. So ein bisschen wie fast der Status Karamell. Also wenn ihr da ein Hardeco-Mord-Special machen wollt, würde ich euch das empfehlen. Ich möchte korrigieren, es ist keine Glühwein-Reduktion, sondern ein Glühwein-Karamell. Oh, sehr gutes Karamell. Ein Glühwein-Spiegel, mit einem Glühwein-Spiegel. Den Glühwein-Spiegel tatsächlich sehr kreativ. Ja. Der ist echt gut geworden. Ja, der Kaiserschmarrn war schon nicht schlecht, aber leider ein bisschen arg kalt. Ja, nee. Ja. Weil ich finde, dafür hatten sie ja wirklich alles da. Den hätte man wirklich professioneller machen können. Oh. Ja. 9 Punkte. Also das heißt, wir haben dann tatsächlich mit 7 Punkte für die Vorspeise, 8 Punkte für den Hauptgang und 9 fürs Dessert erstmal eine schöne Reihenfolge und zweitens eine Gesamtbewertung von 8. Cool. Braucht man nicht mein Handy, um es auszurechnen. Herzlichen Glückwunsch. Das Essen schmeckt tatsächlich nicht so schlecht.
vielen lieben Dank für den Zuschauern. Genau. Vor allem vielen Dank für die Antika Treiber, an Talk, an Stefan, an jeden, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise mitgeholfen hat. Genau. Vor allem auch an unsere drei Büro. Genau. Eigentlich riesen Dank an dich, die du bei dieser echt viel Zeit eingesteckt hast und nächtelang die Werbung zusammengeschrieben hast. Und ich fand, das war eine echt coole Aktion. Danke an dich. Nämlich auch sehr, sehr viel mitorganisiert hast. Gerne. Vor allem danke an Alex. Ohne den wäre es definitiv nicht lustig geworden. Genau. Dann ein herzliches Dankeschön an die ganzen Leute, die zugeschaut haben und mitgefiebert haben und uns unterhalten haben. Ich hoffe, wir haben euch genauso unterhalten. Wer weiß, vielleicht kann man ja irgendwann nochmal sowas wiederholen. Genau, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Vielleicht kommt irgendwann mal wieder sowas in die Richtung. Genau. Dann, Dankeschön und tschüss!